Was? Okay. Aber ich bin doch hier. Ich bin doch schon bei ihr. Oder ist das nicht richtig? Muss ich noch weiter? Puh, sind diese Dinger also doch zu etwas gut. Okay, du musst zu Eva. Alles klar. Oh, shit. Oh, shit. Mist. Das ist nicht gut. Ja, nee, ist klar, ne? Ernst hier, ne? Das ist alles nur eine Schleife. Oh, scheiß drauf. Was zum... Eva, was ist passiert? Eva? Was noch? Milliarden von Leuchttürmen, die festsitzen am anderen Ende des Himmels. Das ganze System versinkt im Chaos. Sag mir einfach, was los ist. Ich habe immer gedacht, dass sie Leuchttürme sind. Oh oh. Das ist nicht gut. Hallo, Neil? Morpheus? Was? Hier ist Eva, du Trottel. Wir sind die Einzigen hier. Eva, was auch immer du gerade tust, hör auf damit. Wir wissen vielleicht nicht, was Johnny will, aber wir wissen genau, was er nicht will. Und genau das beschwörst du gerade herauf. Es ist bereits geschehen, Neil. Warum kommst du dann nicht endlich raus? Was hast du mit ihr gemacht? Entspann dich, sie geht nur woanders hin.
Weißt du, es ist eine Sache, meinen Zugriff zu blockieren, um mich mit ein paar Oliven zu füttern. Aber das hier ist jenseits von Gut und Böse. Es tut mir leid, aber das hier führt zu gar nichts, wenn du weiter die Erinnerung zurücksetzt. Aber jetzt ist das der einzige Weg. Du musst mir vertrauen. Also bitte beruhige dich einfach und warte hier. Dann los, jetzt. Auslösen. Wo willst du denn noch hin? Es gibt noch eine allerletzte Sache, die ich erledigen muss. Du kleine Poserin. Es gibt auch gar keinen Grund, ein Tor zu visualisieren. So eigentlich dieses Melodrama, Neil. Warum kämpfst du so hart um das hier? Vergiss es, wir haben keine Zeit. Das wird schon, Mann. Dreh dich einfach um. Alles klar, alles klar. Hey, was war's? Psst. Hallo? Sorry, Kleiner. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Los jetzt, sonst sind alle guten Tische besetzt. Die sind alle gleich gut, Mensch. Nein, Joey hat recht. An denen in der Nähe der Küche riecht es besser. Ganz genau, und man muss sich nur umdrehen, um einen Olivennachschlag zu kriegen. Bäh, Oliven. Ihn zu retten rechtfertigt gar nichts. Er kann sich immer eine neue River suchen, Neil. Aber seinen Bruder gibt es nur einmal. Jetzt komm, wir stehen im Weg. When this world is no more, the moon.
Er hat es also wirklich geschafft, was? Du klingst überrascht. Was ist aus? Wir machen jeden Kunden glücklich, denn wir sind einfach der Wahnsinn geworden. Das hier ist kein Erfolg. Ach komm, freu dich doch. Wir sind hier bei der NASA. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Lass uns wenigstens ein bisschen herumschauen. Bitte warten Sie hier, es wird gleich jemand kommen, der Sie herumführt. Wie armselig dieses ganze Theater nur wegen eines Mädchens. Ich wusste, dass du das jetzt sagen würdest, Neil. Wie armselig dieses ganze Theater nur wegen eines Mädchens. Na endlich, schön, dass du wieder da bist. Ja. Wir haben nicht die Zeit, ihn einfach nur anzustarren. Könnte hier was sein? To the Moon. Die Geschichte eines Versagers, der Astronaut werden wollte. Ein Roman von Joey Wiles. Ich kann nicht glauben, dass sich dieser Quatsch verkauft hat. Wir sind ja nicht in der wirklichen Welt, Neil. Liegt es an mir oder ist dieser Aufzug innen kleiner als draußen? Im ersten waren wir gerade, ne? Ich wollte es nur testen. Okay. Sag mal, was meinst du, war die Mondlandung im letzten Jahrhundert wirklich? Fang dich damit an, Jill. Fang gar nicht erst an. Das ist das Missionskontrollzentrum. Im Moment passiert hier nicht viel, aber eines Tages werden Sie es in Aktion erleben. Ich habe beinahe erwartet, dass Sordon auf dem Bildschirm auftaucht. Hier nicht. Was? Lass uns gehen.
Ich hoffe, bei der echten NASA haben sie größere Aufzüge. Und das ist die Zentrifuge. Wenn Sie Glück haben, werden Sie eines Tages lernen, sie zu hassen. Ah, genau, das Schleuderdings. Hier auch nicht. Wovon redest du? Komm, wir haben nicht mehr lang. Ihre Werte sind hervorragend, aber trotzdem müssen wir Ihren Zustand in den kommenden Sitzungen genau überwachen. Gehen Sie, im anderen Raum erwartet man Sie schon. Am Shuttle wird zurzeit mit Hochdruck gearbeitet. Wir können es uns im Moment nur von hier aus ansehen. Das ist nicht gut. Vielleicht haben wir doch etwas übersehen? Du musst wirklich mal an deiner Kommunikationsfähigkeit arbeiten. Wow, das kannst du laut sagen. Weißt du, was am eindrucksvollsten ist? Was? Das Stück ganz oben und das untere Ende vom Shuttle. Da muss ich dir zustimmen. Oh, wie ich die armen Seelen bemitleide, die diese Details nicht ansehen können. In der Tat, besonders die Nase da oben. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, wird es wohl nicht mehr so wie jetzt aussehen. Ja, jetzt ist die einzige Gelegenheit. Ich frage mich, ob die echte NASA wirklich so aussieht. Wahrscheinlich nicht. Dieses ein Konstrukt aus Johnnys Fantasie. Ah ja. Wikifakten. Verkleistert mit seinen Hirngespinsten. Trotzdem merkwürdig. Vögel zu hören, aber keine zu sehen. Sorry, Neil. Ich dachte wirklich, wir hätten eine gute Chance. Was? Und hier ist der Pausenraum. Das ist David. Er ist unser Missionsspezialist. Freut mich, Sie kennenzulernen. Zumindest hat er es in die NASA geschafft, so wie es aussieht. Meinst du, er hat's bis zum Ende durchgehalten? Selbst wenn, er braucht mehr als das, um Astronaut zu werden. Dann lass uns schnell den letzten Memory Link finden. Ich würde ungern das Finale verpassen. Was ist los? Ist es schon zu spät? Ich weiß es nicht. Ja.
Ah, und hier ist unser anderer Neuzugang. River, richtig? Schön, Sie dabei zu haben. Hallo, ich bin John. Ich dachte schon, sie wäre... Was zum... Eva! Du hast sie doch gelöscht! Nein, wie ich schon sagte, ich habe sie nur verschoben. Was sie mit ihrem Leben anfängt, ist ihre Sache. Aber diese Welt besteht aus öffentlichen Daten und Johnnys Fantasie. Und weil Rivers persönliche Daten nicht Teil der öffentlichen Quellen sind... Kommt das hier alles von Johnny? Trotzdem gab es nur eine gewisse Chance. Wie konntest du sicher sein, dass es funktionieren würde? Ich war nicht sicher. Das hätte ganz schön schief gehen können. Ist dir das klar? Du warst noch nie sehr risikofreudig, Neil. Einigen wir uns einfach darauf, dass diese Runde an mich geht. Wir haben noch zwei weitere Helme, oder? Ich glaube, Johnny würde sich über ein bisschen Gesellschaft freuen. Wie es scheint, hat er es selbst geschrieben. Ganz schön eintönig, wenn du mich fragst. Wie heißt es? To the Moon. Das ist ein schöner Titel. Ah, da seid ihr ja. Ihr zwei solltet euch ausruhen. Morgen ist der große Tag. Ich will auch Astronaut werden, Dad. Eines Tages, mein Sohn, wirst du das vielleicht. Ha! Hey, Dr. Watts, nicht wahr? Danke, dass Sie uns
hereingelassen haben. Ja, schon gut. Eva hat das geregelt. Haben Sie herausgefunden, weshalb er zum Mond wollte? Natürlich. Und? Was haben Sie alles gesehen? Sagen wir so, das Ganze war ein Haufen schmalziger Käse, der sich dann von selbst gelöst hat. Hättest du gedacht, dass sie es schaffen würden? Ha, du etwa? Nein. So wie sie ist, hätte ich nicht für möglich gehalten, dass sie es schafft. Aber da lag ich wohl falsch. Umso besser, oder? Ja, ich freue mich für sie. Weißt du, das ist mein Bruder da in diesem Shuttle. Wow! Yep, ich habe darüber mal ein Buch geschrieben. Allerdings mit einem wenig optimistischen Ende. Ha! Da muss ich jetzt wohl nochmal ran. Wissen Sie, letzte Nacht habe ich mehrmals gedacht, dass wir Johnny bereits verloren hätten. Ich denke, dass er am Leben festhält, um auf sie beide zu warten. Dann hat er ganz schön viel Geduld. Ich hoffe nur, dass sich das Warten lohnt. Machen Sie schon weiter, Ihre Kollegen warten. Ihre Kollegin wartet. Ich dachte, von hier wäre die Aussicht ganz gut. Zumindest gut genug, um den Verkehr zu sperren. Sicher, sogar dann, wenn die beiden real wären. Tja, das ist jetzt wohl der Augenblick, für den wir so lange gearbeitet haben. Bereit für den Start? Tja, ich würde sagen, ich habe alle Leute befragt. Habe nichts vergessen. Also würde ich sagen, Start freigeben. Komm hoch zu mir. Warum? Warum nicht? Du wirst mich nur wieder über den Rand schubsen, oder? Durchaus möglich. Aber die Aussicht ist das Risiko wert. Na komm. Weil ich eines Tages mit einem von ihnen Freundschaft schließen werde. Thank you.
Hier ist er. Danke. Jetzt geht's spielen, okay? Ich kann immer noch nicht glauben, dass Johnny das Haus einfach so an Lily vererbt hat. Tja, wem hätte er es sonst geben sollen? Uns? Wobei es wirklich ein ziemlich mieser Ort für Begräbnisse ist. Wenn es mal einen Erdrutsch gibt, könnten sie unten mit den Fischen schwimmen. Noch ein bisschen zu früh für Scherze. Nö, dafür ist es niemals zu früh. Netter neuer Klingelton. Hallo? Eva hier. Wir sind auf dem Weg. Neuer Patient? Neuer Patient. Dann los. Episode 1 To the Moon. Hiermit abgehakt.